Kurbeln. Tilbuen. Tilbuen. Der sieht aber auch komisch aus, der Kerl. Ja. Naja. Bilder. Ich glaube, die haben sie nicht nochmal überarbeitet. Gegenüber die hier, die nochmal so, ne? Das sind quasi HD-Bilder. Mit dem IDATS. Und die hier, die sehen einfach etwas. Ja, 3D-Fotomäßig aus. Wobei die hier. Ne, die sind auch. Die wirken überarbeitet. Ich glaube, die waren einfach eher fertig und so haben sie gelassen. Haben sie vergessen, glaube ich, die nochmal zu überarbeiten. Tilbuen? Tilbuen. Ja, den Schwimmfinder. Aber ich fände es jetzt wirklich mal interessant, wenn man erfahren könnte, ja, Tilbuen? Dass ich recht habe. Skepan, danach sollten wir erstmal genügend Zwerge haben. Ja. Die sammeln ja Gold wie nichts anderes. So, wirklich etwas erforschen lohnt sich jetzt aber auch noch nicht. Noch ein Zwerg dazu. Was soll's. Dann auch ein Ochsenkarren. Dann kann der hier zu den Holzfällern. Und ich bin mal gespannt, ob ich diesmal vielleicht meine Zauber einsetze. Oder sie mal wieder vergesse. Letztes Mal hat das ja halbwegs geklappt. Bis auf Waldbrand, aber der war ja auch komplett hinfällig. Der einzige Gegner der Stadt da hatte keine Bäume um sich. Tilbuen? Tilbuen? Sacht. Jau. Der läuft auch Jerwil. Dumm zu den Ochsenkarren, ne? Wenn er einmal ein Ziel hat, dann bleibt er da auch. So, dann erstmal fix ins andere Zeitalter huschen. Feldarbeit braucht jetzt noch nicht ausgebaut werden. Wir haben hier noch Sammler dabei. Aber hier mal ein zusätzliches Upgrade reinholen. Weil sind schon schwer. Wir sind im zweiten Zeitalter. Da sollten wir doch eigentlich erst Medium haben. Hm, sehen wir gleich nochmal sicher. Wir könnten jetzt unsere eigenen Bergriesen dazu holen. Hm. Was ist das denn? Ah, Kraken-Upgrade, ja. Die nochmal mehr Hitpoints haben. Kraken sind auch. Sind super. Ich weiß nicht, ob das wirklich genau dieselben Kraken sind, die man doch auch schon. Nee, Kraken sind Nordmänner. Man hatte was anderes. Hatte Schildkröten, diese Leviathane, aber keine Kraken eigentlich bei den Griechen. Den können wir eigentlich fast gar nicht gebrauchen. Denn gegen Giganten wirkt das nicht. Walking Woods. Auch die Dinger sind lustig. Nehmen wir die hier. Den hier. Das ist dann halt ein Zauber, den wirkt man dann auf so Bäume. Dann kommen da halt so ein paar Herr der Ringe-Fans würden jetzt sagen Ents. Ich mit meiner Warcraft-Vergangenheit würde sie Treants nennen. Die haben halt Belagerungsschaden. Ja, damit kriegt man leider Leben so nicht ganz so lange. Aber es ist eine nette kleine Unterstützung für den Kampf. Es funktioniert. So. Und hier bauen wir mal Hersen. Denn die sollten mythische Einheiten für uns rufen. Wir gehören zu Loki. Skepan. Aber wir sollten noch aufpassen, wie viel Versorgung wir hier haben. Ja. Aber wir können tatsächlich noch ein paar Häuser bauen. Samsicht. Ja. Samsicht. Jerwil. Ja, ich baue ja gleich schon. Skepan. So, Bergfestung dahin. Markt, falls wir mal aufsteigen wollen. Hm. Bauen wir hier. In Wedge. Schade, dass man jetzt vom Hauptgott nicht einfach hier die Sachen, die er mir gibt, nochmal im Spiel nachschauen kann. Ich weiß es eigentlich nur so aus dem Kopf.
weil ich mir da ja schon ziemlich sicher bin. Ich würde es mir gerne nochmal bestätigen lassen. Charles werden wir nicht brauchen. Wir machen unser Ramp schneller und bauen uns da mal so da 3 Stück von. Danke, erstmal das Gold-Upgrade. Ja. Danach das Feld-Upgrade. Ja. Die nehmen halt auch schon ganze 3 Stück weg. Und ich will erstmal sehen, wie schnell sie denn daran arbeiten. Dann weiß ich auch, was ich hier vielleicht noch an zusätzlichen Einheiten mir bastle. So, das war jetzt unser letztes Haus. So, die arbeiten sich zu diesem Wald hier vor, das ist wunderbar. Und die dritte geht in Produktion, sehr schön. Wieso kriegen wir eigentlich ein bisschen Gunst dazu? Wir haben gerade nicht gekämpft. Ja, ich glaube, so ein bisschen wird doch geschenkt. Wir sind schon gut geupgradet, sieht man. Weil wir hätten jetzt einiges hier mehr zur Verfügung, aber wir haben schon fast alles aus dem heroischen Zeitalter. Ja, wir können ja auch nicht unsere Infanterie nochmal upgraden, nur die Produktionsgeschwindigkeit. Man hat uns schon etwas stärker hier reingeworfen. Okay, das hier wird dauern. Notiz an das nächste Mal. Erst tacken, Bergfestung hoch, die arbeiten lassen, dann Einheiten produzieren. Skipan. Ja, ins letzte Zeitalter können wir hier auch gar nicht. Aha. Walls and Tower Sheeper. Ja, warum nicht? So, unsere Bergkrisen werden dann Nahkämpfer. Unsere Belagungswaffen quasi. Man hört wahrscheinlich dann auch gleich nachher beim Video diesen schönen Takt. Dup, 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 dup. Ich finde den toll. Nein, ich baue keine weitere Ramme. Das macht nicht den Takt kaputt. Ups, nein, dich wollte ich nicht produzieren, sondern ein paar Herse noch. Haben wir so wenig von. 10 Stück, mindestens 15 Axtwerfer möchte ich haben. Ach, das geht doch auch recht schnell. Ja, damit können wir arbeiten. Tilbuin? Skipan? Ihr will. Jau. Jau. Samsicht. Ach du Scheiße. Ja, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Okay, wir produzieren jetzt noch so viele Einheiten wie möglich. Und dann geben wir uns hier unsere Stadt auf. Alle sinnvollen Upgrades noch fix mal raushauen. Haben wir nicht. Okay. Du einfach. Du bleibst hier, dich darf ich nicht vergessen. Das Upgrade nachlegen. Ja, ja, wir laufen ja schon. Zack, unser kleiner Trupp, der dann hinterherkommt. Something. Something. Tilbuin.
Wir sollten jetzt aber genug Einheiten haben. Ach Gott, Erdbeben auch noch. Ja, das ist ja mal toll. Ja, die reißen mir alles weg. Oh, jetzt rennen wir hier um unser Leben. Ach du Scheiße. Hoffentlich kommen die nicht hinterher gerannt. Das muss jetzt echt nicht sein. Bisher haben wir noch keine mythische Einheit dazu bekommen. Ich bin enttäuscht. Wir haben 11 Hersner. Da sollte schon was für uns abgefallen sein. The gods would not take us this far just to perish here. There must be a way across. Ah, okay. Tja. Again the gods bless us. Ah ja, die kann man nicht steuern. Sicher etwas blöd. Oh, ich hoffe, die bleiben da jetzt erstmal. Skipan. Wäre es ja auch dumm gewesen, wenn wir sonst nicht hier hätten durch können. Oha, doch, die kommen jetzt nachmarschiert. Aber unser Flaggenträger ist auch gleich da. Sehr schön. Ah. Ich frage mich jetzt, ob es eine gute Idee war, vorher die ganzen Tempel kaputt zu machen. Oder ob das hinfällig war. Ich glaube, spätestens mit unserem Stadtzentrum hätten sie uns da angegriffen. Ich glaube, es hat Arbeit erspart. So, jetzt sind wir da angekommen. Müssen wir jetzt nicht endlich mal... Oder wird das nur mit einem Video gemacht, die Nordmänner alle unter einem Banner zu vereinen? Aber das werden wir sehen. Bis dahin, ciao, ciao, Leute.